Reporterin Tatjana Ohm und Kameramann Festim Beciri, die haben bei Cherson eine Panzereinheit begleitet. Die Panzerbesatzung schwitzt, schiebt und flucht in ihrem T-72, der gerade jetzt, wo er beladen und zurück in den Kampf soll, nicht will. Irgendwas klemmt, die Munition will einfach nicht dahin, wo sie hin soll. Mit ihnen flucht der stellvertretende Kommandeur dieser Einheit an der Front in der Region Cherson. Ausgerechnet jetzt, wo wir Journalisten da sind und er uns zeigen will, wie und wo seine Panzer eingesetzt werden, macht er hier Probleme. Probleme, die für Andrei und seine Männer allerdings bitterer Alltag sind. Wir kämpfen seit dem 24. Februar. Das sind mehr als 8 Monate. Ohne Nachschub, ohne Pause. Meine Leute sind ausgelaugt. Und der Zustand unseres Materials, naja, Sie sehen es ja. Ganz ehrlich, ich kann mir nicht vorstellen, dass Deutsche oder Amerikaner in die Schlacht ziehen mit ihrem Panzer, ihn selber reparieren, dann wieder raus, wieder reparieren und wieder in den Kampf. Die Schnellreparatur gelingt, jetzt noch tanken, dann wartet der T-72 auf seinen Einsatz später am Tag. Mehr als 100 Kilometer Land haben sie in den vergangenen Wochen zurückerobert, doch von Schwäche der Russen, so Andrei, sei hier nichts zu sehen. Ihr Widerstand ist noch immer ziemlich hoch. Man kann nicht sagen, dass sie fliehen, die laufen nicht einfach weg. Hören Sie. Hier ergibt sich keiner mit weißer Flagge und reicht uns das Equipment. Wenn wir versuchen anzugreifen, schlagen sie zurück und sie sparen nicht an Projektilen. Was er damit meint, wird klar, als wir mit ihm in Richtung der Panzer fahren, die gerade an der Front eingesetzt werden. Nicht klassisch, sondern als Artillerieersatz. Auf Schuss folgt Gegenschuss. Zu nah sind die Einschläge, wir ziehen uns zurück. Eine schnelle Rückeroberung von Cherson bis Ende November hat ein hochrangiger ukrainischer Nachrichtendienstler in dieser Woche vorhergesagt. Auf dem etwas sichereren Gelände der provisorischen Panzerwerkstatt angekommen, fragen wir Andrei, für wie wahrscheinlich er, der am Boden kämpft, das hält. Wir können Cherson morgen befreien, aber dafür brauchen wir eine Überzahl an Kräften, mindestens 3-mal so viel wie der Feind. Ich sage nur, wie die Lage auf dem Schlachtfeld gerade ist. Wir haben hier keinen Vorteil. Wir brauchen Verstärkung, Luftwaffe, Artillerie. Und mehr westliche Waffen. Polnische T-72 neuerer Bauart haben sie bereits. Und auch wenn Andrei am liebsten mit eigenen Panzern kämpfen würde, realistisch, so sagen er und seine Männer, ist ein Sieg nur machbar mit modernem Gerät wie amerikanischen Abrams oder deutschen Leopard-2-Panzern.